So Leute, willkommen zurück zu Sui vs. Oh yeah, heute wieder mit Splatoon und wir spielen Herrschaft, endlich wieder, nach dem Desaster vor letzter Woche. Wollen wir mal gucken, ob wir heute einiges wieder gut machen können. In meinem Team sind Seijiro, Jonas und Dake und im gegnerischen Team sind Tiramisu, Linus, Shiro und Schmieb. Okay, Leute, Herrschaft, ich versuche es heute mal wieder mit einer anderen Waffe. Guck, ob das funktioniert. So, alles klar. Alles richtig aufgeteilt. Und let's do this. Mal gucken, welche Map wir bekommen. Oh, Blauflossendepot. Ich glaube, da waren wir auch schon einmal. Wenn mich nicht alles täuscht. Und mich täuscht selten alles. Wir sind Team Bravo heute. Also jetzt gerade wieder. Während hier gerade der Timer läuft, normalerweise schneide ich die Wartezeiten hier raus, aber da kann ich kurz was erzählen. Und zwar, ich werde als zweiten Modus heute wieder Turm spielen. Eigentlich wäre wieder Revierkampf dran, aber ich finde, Revierkampf und Herrschaft mag ich beide mehr als Turm und Goldfisch. Und damit ich immer, ja, damit ich eine gute Abwechslung habe, eine gute Mischung, so sage ich mal, werde ich das jetzt immer so halten. Das heißt, nächste Woche gibt es dann wieder Revierkampf und Goldfisch und dann immer zusammen Herrschaft mit Turm. Genau. Okay, wir warten noch auf Linus und Shiro. Jetzt warten wir nur noch auf Shiro, der / die jetzt bestätigt hat. Sehr gut. Also damit ihr Bescheid wisst, ne? Damit wir einfach eine bessere Mischung haben. Ich glaube, damit kann ich auch ein bisschen mehr reißen in Herrschaft und Revierkampf. Herrschaft, erobere die Zone. Ich spiele heute mit einer Gallon, mit der 52 Gallon Deko, um genau zu sein. Gucken wir doch mal, wie die so reinknüppelt. Wurde mir vorher noch empfohlen sogar. Okay, und da sind wir schon unten. Ich hätte hätte fast den Fehler gemacht, der mir damals auch passiert wäre. Okay, so schön hier. Ah, da ist einer. Der ist mir ziemlich nah. Oh, der kann ziemlich weit schießen vor allem. Was ist denn da hinten? Auf der obersten Sniper. Die sollten wir mal eventuell da weglocken. Sehr gut. Oh ja, die Waffe haut echt rein. Jetzt weiß ich, was er damit meint. Dass das Ding Durchschlagskraft hat, da oben der Typ, der. Guck mal, ob ich mich irgendwie. Ich hoffe, meine Leute können das irgendwie. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Position. Oh, der kam von hinten an. Den habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Wie komme ich da hoch? Das wäre irgendwie mal ganz interessant zu wissen. Auch interessant zu wissen wäre, warum wir gerade so weit hinten liegen. Vielleicht, weil wir es verkackt haben, so direkt hier runter. Ah, oh, da kommt direkt wieder einer mit dem Sniper. Mann! Ich muss die aus dem Weg räumen irgendwie. Warte mal, der steht da. Da weiß aber, wie ich da hinkomme. Indem ich die Seite hier lang gehe. Das mache ich jetzt auch mal. So, da sehe ich auch schon, da wird gerade in die Richtung gezielt. Ah, wir sind hinten. Das kann ich uns eigentlich, können wir das nicht leisten, ja. Warte, Moment. So. Erstmal den Timer anhalten. Also hier gerade, wir hatten den Timer gerade sowieso angehalten. Steht einer, ich weiß es genau. Wo war das jetzt? Wo kam der her? Oh, ist geflohen. Nein, ist er nicht. Er hat sich einfach hinter mir versteckt. Ah, der hat bestimmt dieses Schwieder-Shiro hier. Ich glaube, mit dem lege ich mich nicht an. Er scheint irgendwie das Spiel häufiger zu spielen. Da habe ich sowieso keine Chance. Deswegen helfe ich lieber meinen Leuten. Clevere Taktik, nicht wahr? Da ist gerade Dake geplatzt. Ich habe es genau gesehen. So, wir hatten die Herrschaft bisher nur relativ kurzweilig. Da. Das war jetzt mehr Glück als Verstand tatsächlich. So, wieder draufballern. Mit dem Tinferno. Das Tinferno ist echt super für Herrschaft, immer wieder. Nein! Boah, Gottes Willen. Hätte er mich fast getroffen. So, und jetzt hoffen wir mal, dass das Ding bei uns bleibt. Das ist dann hinter mir, oder? Ja, dann vor mir. So, zack. Geklatscht. Wir behalten die nie sonderlich lange. Das ist. Da werden wir immer gleich aus dem Weg geräumt. Und jetzt hat unser Gegner wieder die Herrschaft. Das gegnerische Team nicht gut. So. Da unten ist einer. Oder mein ganzes Team ist schon wieder weg. Wahrscheinlich gerade besiegt worden. Uiuiui. Kommt dann ein kurzer Lag gerade. Wenn ich mir bedenke, wann. Die erst den Schaden angerechnet bekommen habe. Wieder eine hoch. Oh Gott, die haben gleich gewonnen.
So. Noch schnell alles geben. Und direkt wieder weggeklatscht werden. Kommt er einfach hier hoch. Oh Gott, was haben wir da für ein gegnerisches Team zusammengestellt bekommen, Leute? Sieht irgendwie nicht so aus, als würden wir nochmal ansatzweise nah an einen Sieg rankommen, ne? Die letzten Male werden wir immer ziemlich zerstört. Und das war auch eine ziemliche Zerstörung. Na gut, aber wir haben jetzt die Chance nochmal besser machen. Ich mag die Map aber auch nicht, muss ich sagen. No Johns und so. Oh je, oh je. Wer war der Sniper von den Shiro? Stimmt, da. Oh, ich sehe gerade Level 50, Level 40, hat eine Level 42 hatten wir dabei. Na gut. Dann machen wir das Ganze doch nochmal. Guck, ob meine Leute irgendwas sagen. Nee, kein Kommentar dazu. Da kann man auch nicht viel zu sagen. So, wir wechseln jetzt die Teams. Nicht, dass es irgendwas bringt, aber... Ah, verdammt, jetzt habe ich es ganz... Ich wollte eigentlich direkt auf die Seite wechseln. So. Okay. Gut, Schollensiedlung. Ich glaube... Ach, das war doch schon... Alles klar. Ich habe gerade überlegt, ob ich die kenne. Aber ja, die kenne ich. Natürlich kenne ich die. Okay. So, ich behalte trotzdem die Waffe. Sie macht wirklich... Sie macht gut Schaden, muss man mal so sagen. Herrschaft, erobere die Zonen in der Schollensiedlung. Okay, okay. Dann gucken wir mal, dass wir da jetzt ein bisschen besser zurechtkommen. Eventuell, hoffentlich. So, direkt wieder das Ding hier loslassen. Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Dake folgt mir einfach mal. Da, okay, ich sehe es gerade. Super. Da sind die Zonen. So. Ich glaube, die anderen Leute sind genau in die andere Richtung gegangen. Dake hat's erwischt. Ne, Jonas kommt da gerade. Also. So, Gegner führen schon wieder. So, da oben hin. Da oben hin. Na, treffe ich aber nicht wirklich was. Oh Gott, hier hinter mir. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Ich gehe einfach mal da hoch. Gut, dass ich ihn hier. Zack, Schmieb erwischt. Sehr gut. Nein! Lebe ich noch? Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Oh Gott, da sind sie alle wieder. Hilfe. Einfach mal hinschießen. Boah, Gott sei Dank hat das durch. So. Von wo kam das denn jetzt? Von wo kam das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh, da sind wir. Ah. Okay, erwischt. Sehr gut. Schnell wieder weg hier. So. Ich würde sagen, ich kann die Stellung hier ganz gut halten, aber mit nur halten kommen wir nicht voran. So, ich kann mich leider nicht annähern wegen den Snipern. Nicht so wirklich jedenfalls. Vielleicht kann ich ein paar davon losschicken. Sehr gut, erwischt. Ich habe ihn auch getroffen. Ich glaube, jemand anders hat ihn erledigt. Aber egal, Hauptsache ist erledigt. Das ist die Hauptsache. Also ich gehe mal hier rum. Ob ich da vielleicht ein bisschen mehr für uns erledigen kann. Bin ich jetzt gelandet? Moment. Bin ich verlaufen? Hilfe. So, ja gut, da gehe ich auch wieder. Ah, nee, guck mal hier. So, der Typ. War nicht ganz gelegen. Oh Gott. Oh Gott. Boah, wow, ich bin ihm entkommen. Die sind ja relativ schnell, die Typen mit den Schilden. Der geht ja aber auch gut in den Nahkampf. Boah, ich bin ihm schon wieder entkommen irgendwie. So. Gut, ich konnte es noch abschießen, oder? Ja, das Ding kommt noch weg. Oh Mann, wir haben irgendwie gar keine Chance, Leute. Und sofort alles wieder eingefärbt. Hatte ich ja gerade mit dem Tinferno wieder schön zurückerobert habe. Hier die gegnerische Herrschaft. Ich will da hoch, ich will da hoch! Schnell! Boah, die lassen uns echt... Na, und das war's wieder, oder? Ja. Wir kriegen irgendwie... Wir kommen gar nicht auf den grünen Punkt. Das geht gar nicht hier. Wir sind nicht mal nah dran irgendwie.
eine Chance zu haben. Ja, es wird wieder ein K.O.-Sieg. Jetzt gleich ist vorbei. Ja. Und 1, 2, 3, Schluss. Gereckt, aber hardcore. Och Mann, Leute, macht doch keinen Spaß so. Hört mal auf, so gut zu sein. Bom. Wahnsinn. Voll zerstört. Ich habe mein Bestes gegeben, Leute, aber mein Bestes ist in dem Spiel leider nicht allzu viel. Naja, gut. Okay, das war auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Herrschaft, genau. Und ich würde sagen, wir nehmen uns ein neues Team und dann geht es wieder zum Turmmodus. Bis gleich. So, und weiter geht's jetzt wieder mit dem Turmkommando. Hoffen wir, dass wir uns diesmal da etwas besser schlagen können als das Mal davor. Oder als eben. Oder als bei Goldfisch das Mal davor. Naja, unsere jetzigen Gegner. Cedric, Herm, Murasaki und Dennis. Mein Team ist immer noch gleich und das teile ich sogleich ein. So, Moment. Ja, okay, alles richtig. Okay, welche Map kriegen wir? Das habe ich wirklich alles richtig? Okay, ja, die irgendwie völlig perfekt gesagt. Oh, boah, sind Nautilus, wie schön. Sehr gut, das gefällt mir doch. Definitiv. Ja, wir sind schon ganz heiß drauf. Sajuri, was ist das für ein Ding? Luna Blaster heißt das Teil, oder? Ich glaube schon. So, ich habe die Waffe wieder gewechselt. So, Tentatec. Oder so hieß sie, ne? Tentatec. Oder so ähnlich. Ich glaube schon. Gut, wir sind gelb. Mit einem wunderschönen Gelb, möchte man ihn mal anmerken. Und schauen wir mal, wie wir uns jetzt so schlagen werden. Turmkommando also. So, ups, upsala. Ich war irgendwie noch bei meiner anderen Sekundärwaffe. Bei meinem Sucher. Wo ist der Turm überhaupt? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht bringt das ja seinen kleinen Vorteil. Da müssen wir hin. Ich versuche einfach, ich gehe einfach mal drauf und gucke, was passiert. Ich weiß, ich bin wieder runtergegangen gerade. Nope. Mein Team ist gerade. Aber auch zwei von meinem Team sind gerade weg. Also bitte sagen, nee, einer davon war ich. Okay, Jonas hat ihn wieder, den Turm. Sehr schön. Leute, wir führen tatsächlich. Mensch, wie lange gab es das denn schon nicht mehr? Viel zu lange. So, gucken wir nochmal. Ob ich hier den Weg freimachen kann. Oh, da ist. Da kommt einer. Eieiei, da kam aber alles gleichzeitig gerade. Ich musste nach rechts ausweichen und wurde direkt von der Heulboje erfasst. Hat gerade unser ganzes Team zerrissen. Den Zucker wäre jetzt nicht schlecht. So, weiß ich auch mal eine. Gott, oh Gott. Okay, wir waren hier. Ah, trinkt sich gerade alles auf diesem Fleck hier. So, während. Das ist nicht gut, weil währenddessen verkrümelt sich der Turm nämlich. Deswegen gucke ich mal, Turm gesichert. Wo ist denn das jetzt hier alles? Na, ich kann währenddessen ja meine Tensuka aufladen. Ja, wo ist. Ach, da ist der! Ups, natürlich, der fährt natürlich hier lang. So. Krieg ich euch! Ah, natürlich nicht gerade. Ups. Wäre das mal kein Lag war gerade. Und ich sehe gerade, wie weit die vorgedrungen sind mittlerweile mit dem Turm. Der ist schon fast wieder an unserem Ziel. Ich glaube, der Traum ist tot, Leute. Es fing doch gut an, aber. Ah, warte, wir haben den Turm gerade. Wir hatten den Turm gerade kurz wieder. Wo ist denn das Ding? Ah. So. Sehr schön. Dennis erledigt. Ah, und da ist auch jemand gerade. Oh, nee, es war ein Double KO. Nee, war für uns. Okay, alles klar. Ich frage mich, ob es clever ist, hier oben zu bleiben. Ebenfalls. Unsere ganzen Leute sind. Ich werfe das Ding einfach auch mal hier drauf. Scheint eine gute Strategie zu sein, wenn das der Jonas macht und der ist mein Clan-Spieler. Das heißt, zack. Bleibt das Ding mal hier drauf. Ah. Tizuka, Tizuka. Oh Gott, nein! Ah. Da bleibe ich in der Tinte der Gegner kleben. Verdammt, dieser dumme Tintentintan. Der erwischt mich so oft in letzter Zeit. Ha, ich wollte gerade meine Leute rächen, beziehungsweise gerade mir wieder oder uns wieder eine gute Position verschaffen. So viel dazu. So. Gucken wir, dass wir jetzt schnell wieder hochkommen. Oh, der Turm fährt so ganz klar. Ich sehe da schon wieder jemanden. So,
ist einer von meinen Leuten. Sehr gut. Das ist aber einer von den Gegnern. Aha. Irgendwo hier kommt die ganze Dealer-Tinte her. Da. Nee, ich wurde umzingelt von hinten und von vorne. Da waren meine Leute ein bisschen zu langsam. Okay, sieht nicht gut aus, Leute. Das geht die ganze Zeit hin und her gerade. Allerdings hatten unsere Gegner schon deutlich einen Vorsprung. So. Was war das? Bitte was? Hat er gerade durch die... Waren das Wallhacks? Habe ich da gerade Wallhacks gesehen? Ich habe es echt nicht gesehen, wo Glas gerade herkam. Und wir haben mal wieder richtig kassiert, Leute. Ach Gott. Ich frage mich gerade... Wir können die Challenge hier umstrukturieren. Wir machen nicht Sui vs. Splatoon, sondern wir machen... mal gucken, ob Suis Team noch jemals einmal auch nur andersweise nah an einen Sieg herankommt. Splatoon. Das finde ich ist auch eigentlich eine ganz gute Kategorie, oder? Genauso machen wir das. Ach komm schon, ich will jetzt auch mal wieder gewinnen hier. Ich hasse verlieren. Ich hasse verlieren wirklich, Leute. Ich bin ein... Ich würde nicht sagen, dass ich ein schlechter Verlierer bin, aber ich... Verlieren ist eine schmerzhafte Erfahrung. Vor allem so oft hintereinander. Türmerkuppel auch noch jetzt, okay. Habe ich Turmkommando noch nie drauf gespielt. Schauen wir doch mal, wie es so wird. So, Saijiro wechselt die Waffe. Meine Gegner bleibt wohl alles gleich, der Rest bei uns ebenfalls. Da keine große Änderung. So, Turmkommando, bring den Turm zum Ziel. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich glaube tatsächlich, ich habe noch nie, original wirklich noch nie, eine Runde Turmkommando gewonnen. Ja, sag doch, das wird nochmal hier zu einer... so eine extra Herausforderung. Da kommt schon wieder einer. Turm gesichert. Okay, der Turm ist auf unserer Seite. Wo die alle herkommen gerade. Was hat er für eine Waffe? Warum hat er mich gekillt? Was hast du denn? Ach, das war der Octoplexer wieder. Da wollte ich ihn doch gerade... Ich habe gewusst, dass er jetzt um die Ecke kommt. Ihr habt es ja gesehen. Ich war auf ihn vorbereitet, aber nicht genug. Guck mal, hey, rate mal, welches Team führt. Unseres nicht. Ich gehe einfach wieder. So. Zack. Das war da noch einer. Cool, ich habe zwei erledigt. Aber irgendwie, wo ist das Ding? Wir sind schon da gleich. Uff. So. Wow, echt, das war's schon wieder. Unglaublich. Was für eine schnelle Runde. Das kann ich schon nicht mehr lustig finden, Leute. Ich muss die Splatoon-Rumushalle kleiner machen. Die wird ja voll wie sonst was. Okay, es ist confirmed. Ich bin in Splatoon nochmal deutlich schlechter als in Mario Kart. Hey, ich bin Erster. Sehr gut. Wenigstens einen kleinen Ehrenpunkt holen können. Na gut, Leute. Das war mal wieder eine schnelle Runde. Erneut wurden wir zerstört. Ich glaube, die nächste Folge leite ich ein mit Let's Wreck Suis Team in Splatoon. Glückwunsch an Cedric, Heam, Murasaki und Dennis. Auch ihr kommt natürlich jetzt in den Pot für die zweite und für die dritte und vierte Woche, meine ich natürlich. Danke, dass ihr teilgenommen habt. Und Leute, wir sehen uns wieder nächste Woche mit Smash Brothers. Damit fangen wir an. Genau, alles klar. Und dann am Freitag wieder Splatoon. Bis dann. Ciao.